Steffen. Ja, guten Abend Deutschland, guten Abend meine lieben Rostocker, guten Abend Patrioten. Das Thema, was uns heute wieder mal vereint hat, das Thema ist nicht neu, es begleitet uns und insbesondere unsere liebe Stadt Rostock und hängt wie eine Zecke dran, seit mindestens 2 Jahren. Denn sowohl dem alten Oberbürgermeister Herrn Mettling als auch dem neuen OB Matzen juckt es an den Fingern, es juckt an den Händen. Und beide wollen unseren muslimischen Gästen gerecht werden. Beide wollen in unserer schönen Hansestadt Rostock für den Verein Islamischer Bund in Rostock eine Moschee bauen. Eine große Moschee bauen. Wir Rostocker, wir deutsche Patrioten, wir die unser Vaterland, unsere schöne Stadt Rostock lieben und wir die AfD, die politische Bewegung, die Partei, also eure Volksvertreter in den Bundes-, in den Landtagen und auch in den kommunalen Vertretungen, wir sind dagegen. Wir lehnen es ab aus 3 einfachen Gründen. Denn erstens, ein islamisches Gebetshaus hier in Europa, hier in Deutschland und insbesondere hier bei uns in Rostock hat rein kulturell, rein historisch gar keine Begründung. Der zweite Punkt ist der, dass der islamische Verein, also dieser Verein Islamischer Bund in Rostock, ist eigentlich gar keine religiöse Gemeinschaft. Und der dritte Punkt ist einfach siehe Punkt 1 und siehe Punkt 2. Insbesondere der Punkt 2, denn der Islamische Verein Bund Rostock ist keine religiöse Gemeinschaft, sondern ein verlängerter Arm der radikal-islamischen Weltliga, ein verlängerter Arm der radikal-islamischen Muslimbruderschaft. Beide sind fundamentalistische Organisationen, die Terrorbanden auf der ganzen Welt mitfinanzieren. Und der politische Islam, den der Verein propagiert, hat niemals das Ziel, die Integration der Muslime. Der politische Islam verfolgt nur ein Ziel, Ausbau seiner Infra- und seiner Machtstrukturen hier bei uns in Deutschland, hier in Europa, auch hier bei uns in unserer Stadt Rostock. Der politische Islam nutzt die Grauzonen unserer Gesetze, die Dummheit der Altparteien, die Scheinheiligkeit der Kirchen und die Blauäugigkeit der Gutmenschen. Wie ein Trittbrett aus, bis es seine Machtstrukturen, seine Infrastrukturen ausgebaut sind. So wie die Islamverbände als auch die Ankunftsgesellschaft mit allen deren Schlechtwettermigranten pfeifen auf die Integration. Der Sozialstaat mit seinen Sozialpädagogenbuden und exportorientierter Wirtschaft machen die Islamorganisationen und die Islamvereine hoffähig und tragen auch die Mitschuld am Erblühen des Islamismus hierzulande. Man darf den selbsternannten Islamvertretungen, die eine Feindschaft unseren Grundgesetzen erklären, nicht einen Status einer Religionsgemeinschaft verleihen. Nicht nur islamistische und salafistische Vereine müssen dicht gemacht werden, sondern auch islamistisch gesinnte Zentren und ihre Hinterhofmoscheen. Und es bedarf keiner großen Überprüfung, es bedarf einer vereinfachten, einem 6-jährigen Kind verständlichen Vereinsverbotsprüfung sowie starken Willen zur Umsetzung dergleichen. Es reicht, diese einfachen Sachen reichen vollkommen aus, um das zu verbieten. Für einen Blinden ist es sichtbar und für einen Tauben hörbar, dass die islamisch-salafistischen Vereine eine unserem Grundgesetz und unserem Rechtsstaat zutiefst feindliche Ideologien betreiben. Der Koran mit seiner radikal-islamistischen Auslegung und unsere westliche Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, die liegen so weit voneinander entfernt wie ein Luft, wie ein Fluch, wie ein Flug mit der Luft, mit der Lichtgeschwindigkeit von der Erde bis zum erdähnlichen Planeten Kepler 422b. Ne? Genau 1400 Jahre Entfernung, meine Lieben. Und das ist kein Bashing, das ist keine Diskriminierung. Nein, das sind Fakten. Und das nicht nur mit dem Flug von der Erde zum Kepler, sondern eben die Vorstellung, die Weltanschauung der westlichen Welt, die vor 1400 Jahren bereits mehrere Entwicklungsepochen hinter sich hatten und sich bis heute immer weiterentwickelt hatte und auch weiterentwickelt. Und die Weltanschauung des Scharia-Staates, die in der Zeit vor 1400 Jahren entstand und dort in der Zeit vor 1400 Jahren bis heute liegen geblieben ist. Sich bis heute nicht weiterentwickelt hat. Der Koran, seine Verse und seine radikal-islamische Sicht auf die Welt werden heute genauso ausgelegt wie vor 1400 Jahren. Die Regeln des Koran, des Islam stehen über die Grundgesetze eines Staates.
Staates. Es gibt keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Die Frauen dürfen nicht mit Männern in ihren Moscheen zusammen beten. Die Frauen dürfen keine Berufe auswählen. Die dürfen sich nicht einmal von den Männern scheiden lassen. Die Männer dürfen alles und sogar ihre Frauen schlagen. Und das wird im Islam akzeptiert. Das Halten von Sklaven und Sex mit minderjährigen Kindern ist erlaubt. Religionsfreiheit und Atheismus sind verboten. Auf das staatliche Gewaltmonopol pfeift Islam, außer es handelt sich um den islamischen Staat. Die Homosexuelle haben gar kein Recht, ihrer sexuellen Orientierung nachzugehen. Die Rechtsstellung der Muslime ist höher als die der Christen, der Juden und der Atheisten. Die Geschichte und die Situation der Kopten in Ägypten und der christlichen und der orientalischen Christen sind die besten Beispiele, wie der politische Islam mit Andersgläubigen umgeht. Und all diese Koranauslegungen finden in Moscheen statt. In Moscheen überall auf der Welt ist die gleiche Auslegung. Und das seit 1400 Jahren. Unverändert seit 1100 Jahren. Und genau hier bei uns in Rostock, am Großen Pol, also auch hinter der Feuerwehrwache in der Südstadt, genau die gleiche Auslegung findet auch dort statt. Aber diese Fakten erscheinen unserem neu gewählten Oberbürgermeister Herr Matzen anscheinend nicht genug. Denn genau er brachte vor circa einem Monat das Thema, die Moschee neu zu bauen, die Moschee groß zu bauen, wieder auf seine Tagesordnung. Und wir, die Rostock-AfD, die eure Vertreter hier in der Rostocker Bürgerschaft sitzen, wir haben das Thema sofort aufgegriffen, haben den Verein Islamischer Bund in Rostock einen Brief zur Selbstauskunft mit 10 einfachen Fragen gestellt und baten den Oberbürgermeister und die Bürgerschaft in Rostock, diesen Brief an den Verein Islamischer Bund in Rostock auszurichten. Und die Antwort auf diesen Brief auf der Rathausseite, auf der Hauptseite im Internet zu veröffentlichen. Unser Antrag wurde von den Altparteien abgelehnt. Erstmals wussten sie gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Der Oberbürgermeister, Herr Matzen, den ich mindestens 10 Mal in meiner Ansprache angesprochen habe, der guckte nur die ganze Zeit auf den Boden und schließlich meldete sich zu Wort einer von den Braunen, also einer von den Rot-Rot-Grünen und bezeichnete uns AfD als Hetzer, uns, die AfD, die das Thema proaktiv aufgegriffen haben, die Moschee zur Selbstauskunft eingeladen haben. Uns bezeichnet der Braune praktisch, einer von den Rot-Rot-Grünen als Hetzer, sagte, ihr AfD habt gar keine anderen Vorschläge. Aber natürlich hatten wir einen anderen Vorschlag und diesen haben wir einen Monat davor eingereicht. Im September dieses Jahres baten wir unsere Bürgerschaft, unseren Bürgermeister, die Steuergelder nicht für irgendwelche fremde Projekte für unsere Gäste zu verschwenden, sondern um eine Schule zu erweitern, eine Grundschule hier bei uns in der Südstadt zu erweitern. Die Grundschule Juri Gagarin, Platz aus allen Nähten, die Kinder haben keinen Platz zum Mittagessen, die quälen sich in kleinen Grüppchen wie Gefangene in Containerzellen, die Mittagessensausgabe dauert bis ca. 15 Uhr. Wir von der AfD beantragten praktisch also die Gelder, um die Schule auszubauen, damit die Kinder endlich mal Spaß haben, eine Schule zu besuchen, damit die Lehrer mehr Lust haben, den Kindern das Wissen zu vermitteln, damit allen Kindern gut geht, auch den Kindern aus muslimischen Familien. Aber auch da hat es den Braunen nicht gepasst. Der Großfürst, linker Senator Bockan, meldete sich persönlich zu Wort und bezeichnete uns als Rechtspopulisten. Ne? Seiner Ansicht nach kann nur ein Rechtspopulist solchen Antrag stellen, einen Antrag zur Erweiterung einer Grundschule. Und ja, das ist momentan der Ist-Zustand hier bei uns in Stadt Rostock. Statt die Gelder für unsere Kinder auszugeben, beschäftigt sich unsere Bürgerschaft und beschäftigt sich unser Oberbürgermeister Herr Matzen mit absolut fremden Projekten. Eine Einladung zur Selbstauskunft an die Moscheen lehnten die Braunen ab. Und wir von der AfD, wir sagen, wir geben nicht auf. Wir sind eine Alternative und wir haben bereits auch heute einen Vorschlag an den Verein Islamischer Bund in Rostock. Und unser Vorschlag ist ein ganz einfacher. Und falls vielleicht ein Vertreter von der Moschee, von diesem Verein Islamischer Bund hier vor Ort ist oder die Presse es vielleicht mal weitergibt. Liebe Moscheegemeinde, lieber Verein Islamischer Bund, packt eure Koffer zusammen und fahrt nach Hause, verdammt nochmal! Denn meine Lieben, für diejenigen, die unsere deutschen Werte, die Werte und die Traditionen und die Geschichte dieses Landes missachten, für die, wer es wagt, unsere demokratischen Gesetze zu brechen, der Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Ja,
Danke!